Wo kommt dann jetzt, wenn das nicht stimmt, der Sauerstoff her? Diese Sachen habe ich auch fertig, ist auch gefilmt, ist auch nachgewiesen. Und ich möchte nur darüber jetzt im Vorfeld noch nicht sagen. Ich habe nur die erste Hälfte preisgegeben. Die zweite Hälfte ist auch da. Aber mit dem Unterschied, ich habe jetzt 25 Jahre insgesamt Forschung, ohne dass ich Geld dafür gekriegt habe, jemals. Kein Wissenschaftler der Welt arbeitet umsonst. Der würde noch nicht mal eine solche Messung, so eine einfache Messung umsonst machen. Ja? Mhm. Und das heißt mit anderen Worten, das werde ich dann der Bundesregierung oder so, also wem auch immer zur Verfügung stellen, aber ich werde es nicht mehr umsonst tun. Mhm. Und da jetzt die Universitäten ja Prüfungen ablegen müssen und dass sie ja auch ein Heft haben müssen, um überhaupt erstmal die Grundlagen zu haben, wie geht es? Und dann muss die Photosynthese erstmal angeglichen werden, was ist richtig, was ist falsch nach dem. Mhm. Ja? Dann bedeutet das ja im Grunde genommen, dass sie meine Sachen ja brauchen, ja, um schnellstens weitermachen zu können. So. Und das biete ich Ihnen an. Und wenn Sie es haben wollen, ist es gut. Und wenn Sie es nicht haben wollen, dann werden Sie Ihre Probleme kriegen. Also Sie wissen, wie es funktioniert, also dass in der Natur natürlich auch immer wieder Sauerstoff vorkommt. Und die letzte Formulierung von Herrn Enger war natürlich ziemlich dämlich, ziemlich grünäugig oder blauäugig. Der ist relativ kurz nach dem Interview verstorben. Ja, also es geht natürlich nicht, wenn man da in so ein Wespen- oder Hornissennest sticht, sagt, die Photosynthese funktioniert nicht. Und dann muss er schon erklären, wo der Sauerstoff herkommt. Ja, er wusste nicht, in welches Hornissennest er sticht. Und dann hat man ihn versterben lassen. Ganz offensichtlich. Ich habe dazu eine Frage. Wie wird denn aber dann bei den Pflanzen praktisch der ganze Kohlenstoff aufgebaut? Oder praktisch dieses, den Zellstoff? Wer stellt da jetzt gerade die Frage? Der Wendezeller. Der Wendezeller, das ist eine gute Frage. Folgendes. Wisst ihr, wie man diese 9 Punkte mit 4 geraden Strichen miteinander verbindet, ohne abzusetzen? Ja. Gut. Weiß es noch jemand? Ja. 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 Wer weiß es nicht? Das Problem, diejenigen, die es nicht wissen, die habe ich eben hypnotisiert. Und ich habe böswilligerweise das Quadrat gezeichnet, weil ihr müsst aus eurem Weltbild heraus. Also in dem Weltbild denkt ihr normalerweise und die Lösung ist typischerweise außerhalb der Weltbilder, also die spannenden Lösungen. Und was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt so ein paar Referenzpunkte außerhalb eures Kästchens beleuchten. Und das macht der Wissenschaftler so, er hat ein Büchlein, in dem er Fragen notiert hat. Fragen, die er nicht versteht. Und über diese Fragen kommt man möglicherweise weiter. Scheiße. Mach doch mal auf, bitte. Ein Euro. Alles gut. Also, wir verstehen erstmal nicht, warum ist die Photosynthese nicht messbar? Ich formuliere es diplomatisch.
Das Kästchen hätte ich nicht machen dürfen sollen. Also was verstehen wir noch nicht? Also wenn das hier jetzt die Erde wäre. Und das hier der Erdkern. Ihr habt ja schon mal gehört, dass der Erdkern ziemlich heiß ist. Ja? Irgendwie so 3500 bis 6000 Grad heiß. Wie entsteht eigentlich das Magnetfeld der Erde? Wisst ihr das? Ich vermute mal, zähflüssiges Plasma umläuft den Kern. Zähflüssiges Plasma umläuft den Kern. Wo kommt die Energie her, um diesen, damit dieses zähflüssige Plasma den Kern umläuft? Rotation. Ja, aber wo kommt... An- und Abzug, wie Magnet. Also in der Schule lernen wir, wir haben einen Eisen-Nickel-Kern und dieser Eisen-Nickel-Kern produziert das Magnetfeld. Das lernen wir in der Schule. Könnt ihr das rekapitulieren? Wisst ihr das? Das ist wie im Kochtopf, wenn man mal reinkommt, wenn das Wasser gerade kocht. Das geht auch von unten nach oben. Ja. Also noch mal ganz kurz. Wisst ihr, dass ihr in der Schule gelernt habt, dass da ein Eisen-Nickel-Kern ist, ja, der das Magnetfeld erzeugt? Ja? Aber ihr wisst auch, dass wenn ihr ein Magnet auf die Herdplatte legt, dass das Magnetfeld in die Knie geht. Und dass es kein Material der Welt gibt, was überhalb von 1100 Grad Celsius überhaupt noch das geringste Magnetfeld erzeugt. Das wisst ihr. Ja? Oh, herrlich. Also jetzt ja, genau. Vorher nicht. Gut. Also wir verstehen nicht das Magnetfeld der Erde. Also hier ist der Mond. Ja. Wo ist Flut? Kannst du da ein bisschen mehr einen Zoom drauf machen? Wo ist Flut? An der Tangenten. Von der Tangente bis zur Mitte. Tangente? Wenn man vom Mond eine Tangente an den... Also hier ist so Flut, meinst du? Ja, nee, ich sag mal... Ja, würde ich sagen jetzt, ja. Ja. Wer hat es jetzt gesagt? Ja, der Wendezeller. Wendezeller, warst du schon mal am Meer? Ja. Echt? Wie oft gibt es dann 24 Stunden Flut? Zweimal. Magst du dich korrigieren, was du eben gesagt hast? Stimmt, ja. Nee, ich sagte ja auch Tangente, das wäre ja im Grunde genommen da, wo der Mond... Nee. Du hast eben gesagt, hier ist Flut. Ja, stimmt. Ja. Ja. So, hier hinten ist auch Flut. Und hier ist Ebbe und da ist Ebbe. Aber die Gravitationskraft erklärt nicht, dass hier hinten auch Flut ist. Es gibt irgendwie, sagen, ja, die Rotationsachse ist hier und von daher gibt es hier so eine gewisse Fliehkraft. Aber die Flut hier und da ist auch noch gleich groß. Also das heißt, wir verstehen nicht die doppelte Flut.
wenn das hier der Mond ist, der sich um die Erde ja kreist, wie ihr wisst, ja, dann kreist der Mond ja auch noch irgendwie um sich selbst. Wisst ihr, wie das Verhältnis der Mondrotation um sich selbst ist im Verhältnis zur Rotationsgeschwindigkeit des Monds um die Erde? Exakt gleich. Exakt gleich. Also R. Mond um sich selbst durch R. Mond um die Erde gleich 1,00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 
versteht ihr Gewitter? Ja. Entladung, ja. Entladung der Atmosphäre. Bitte? Entladung der Atmosphäre. Entladung der Atmosphäre, ja. Also wir haben ja in der Schule gelernt, das sind Wolkenschichten, die aneinander reiben und dann macht es Blitz und Donner. Ja? Blödsinn. In welche Richtung gehen denn die Blitze so? Von unten nach oben. Von unten nach oben. Kommt doch an. Also wer glaubt, dass die Blitze von oben nach unten gehen? Nein. Sehr selten, sehr selten. Die meisten sind also in den Wolken. Okay, also die Sarah glaubt nur an Blitze von oben nach unten, weil der Blitz schlägt ja auch ein, wie es dann so schön sagt. Schauen wir mal, ob ich da was finde. Also, ihr habt gesehen, es ist genau so, wie wir es in der Schule gelernt haben, dass Wolkenschichten aneinander reiben. Habt ihr gesehen, ne? Ja? Also, versteht ihr jetzt, wieso die Blitze aus der Erde rauskommen? Wer versteht das? Das versteht ihr auch nicht. Also soll ich euch das auch noch erklären? Wo soll es nur hinführen, Mensch? Ja, die Erde hat das höhere Potenzial als die Atmosphäre. Ja, und wieso? Ja, ursprünglich gab es ja mal zwei Beschreibungen. Es gibt so eine elektrische Stromrichtung und eine technische. Die technische ging davon aus, dass die Elektronen, damals wusste man nicht, dass die negativ geladen sind, sozusagen das Plus, das höhere Potenzial ist. Ja? Genau. Mhm. Das ist eine phänomenologische, aber keine ursächliche oder kausale Beschreibung. Mhm. Gut, also ich glaube, ihr wollt wissen, wie Upwards Lightning geht. Sag mal, wisst ihr eigentlich, wie Erdöl entsteht? Ja. Ja? Ja. Aus Plastikmüll. Aus Plastikmüll. Also wir haben in der Schule gelernt, dass irgendwelche Urwälder untergegangen sind oder irgendwelche Ozeane ausgetrocknet sind. Die Fischkadaver haben sich zusammengerottet, sind in die tieferen Schichten eingetropft und da haben sie sich unter hohem Druck irgendwie verändert und aus Fischöl wurde dann Rohöl. Ja? Und das ist so etwa, wenn man an den Osterhasen, den Weihnachtsmann, den Nikolaus und an Osama Bin Laden und die 18 Räuber und überhaupt an alles glaubt. Ja, und ach, den lila Osterhasen noch. Und Merkel auch. Und Merkel. Ja. Also ihr wisst, dass die Erdöllager sich wieder voll, dass die wieder voll laufen. Das habt ihr schon mal gehört. Ja. Ja. Bekannt, ja. Also wie entsteht denn Rohöl? Also das wisst ihr auch nicht. Also ich habe mal gehört von jeglichem organischen Mal unter organischem Material durch Druck. Ja, das habe ich ja eben gesagt. Das Fischöl tropft darunter der zusammengerotteten Kadaver und es drückt es dann zusammen zu Rohöl. Was der Teufel nicht braucht, das pumpt er da wieder rein von unten. Also das wisst ihr anscheinend auch nicht. Wer weiß es? Also auf synthetischem Weg weiß ich es. Ja, wir wissen es. Also bei dir habe ich das, ja, weiß, darf man jetzt das hier sagen? Also weiß es einer, der bei mir nicht im Seminar war? Alles voll Pfosten, ja. Gut. Wisst ihr wenigstens, dass die Erde wächst? Oder ja, die andere Frage, wo kommt der Kohlenstoff der Bäume her? Vielleicht durch Licht oder Neutronen, beziehungsweise Neutrinos? Aus dem Boden. Muss ja wohl dann aus dem Boden kommen, wenn er nicht von oben kommt. Ja, beim Boden sind ja nur Mineralien und keine organische Materie oder kohlenstoffhaltiges, außer halt also eben abgestorbene Materie. CO2.
CO2 ist schwerer als Luft und das versinkt im Boden. Vom Stickstoff. Jetzt willst du spoilern auf dem Seminar, liebste Isabella? Ja, hätte ich es nicht sagen dürfen. Ja, denn denk dran, wenn das alles vom Boden wäre, müsste in jedem Baum ein Kind noch sein. Jetzt anders. Ihr wisst schon, dass die Erde wächst, dass die Kontinente nicht nur im Atlantik, sondern auch im Pazifik perfekt zusammenpassen auf eine Erde, die nur ein Drittel so groß ist wie die unsere. Das wisst ihr schon? Ja. Wer weiß es nicht? Jetzt weiß ich es, jetzt vorher wusste ich es nicht. Gut, also wer hat davon noch nicht so viel gehört? Was doch mal mit Pazifik, Entschuldigung. Bitte? Was war das eben gerade nochmal mit dem Pazifik? Dass die Kontinente im Pazifik genauso zusammenpassen wie im Atlantik, auf einer Erde. Ach so, ja, ja. Ja. Also, das weiß jetzt nicht jeder von euch, aber die meisten wissen es schon, ja. Also, wer weiß es nicht? Gut. Und Markus, du weißt es, als Flat Earthler. Sieht so aus, als ob die zusammenpassen würden, ja. Sieht so aus, aber noch. Gut. Ja, als Flat Earther, ja. Africa and a smaller globe move way downward under the globe. In fact, for hundreds of millions of years, the bottom of Africa was the South Pole. South America's tail goes under and wraps around the bottom of Africa, then incredibly joins coast with Antarctica. 65 million years ago and more, these continents were joined, and marsupials like the duck-billed platypus roamed from Australia, Antarctica, and across southern South America and up into Africa, the platypus. Dinosaurs roamed all over this world on the upper tectonic plate because there were no oceans, just shallow seas. Here today, Antarctica is frozen over, and Australia and its surrounding islands are the remaining home of marsupials. Do you see how broadly the Pacific is opening compared to the Atlantic? This is exactly why the knee-jerk Pangaea theory exists. The Pacific spread is too difficult to easily visualize because it's so big. The Atlantic spread is so obvious that a child would recognize it, but they are the same. Check this map out. The Navy and others took core samples to find the ages of the sea bottom. Lo and behold, no part of the undersea was found to be much older than 70 million years old. Does that shock you? It should. It shocked the scientists. Where do they get ancient fish fossils from? From the land, like in Mississippi and Utah and France and China. Most of the undersea wasn't there 70 or 80 million years ago. The measurements of the core samples give the age of the sea floor. Newest, 10 million or so is red. As we go back in time, we go backward in our rainbow, orange, yellow, green, blue, okay? So we bury the new seafloor back to the fault lines as dictated by color or age. 10 million years back, these are the ages of the seafloor as measured by science, and they're generally true. Earth grew. 20 million. I'm not making this information up. This map comes from the scientific community. 30 million. You can find the same map in many places on the internet. It's common knowledge. 40. The ocean bottom is from 1 year to 180 million years old. 50. 70% of it is no older than 60 million years old. 60. The upper plate, the continents, are as old as 2 billion years old and more. 70, 10 to 20 times as old as the undersea plates. The undersea plate is new and spreading at the rifts. Why does the scientific community desperately cling to and promote the idea that the ocean bottom is sliding under the continents and into a magma which is twice as dense as solid granite?
a totally unsupportable and scientifically unsound idea? They have to. Or else they'd have to observe and admit that the Earth is growing. And that, viewers, is a very big deal. That would change everything in science from the smallest particle to the whole universe. 100 years of scientific theory out the window. That's a lot to give up. It's important to remember that science and the universe should and must be easier to understand as we go back in the universe's evolution. This is an undersea map. As a kind of test for ourselves, we deemed it important to show that not only the upper plate had to fit properly together, but the undersea had to spread in a logical, reasonable pattern that we could see and understand as rational humans. Do you see those lines in the undersea which, beyond information, show direction? The direction of movement apart and away from the rifts. In fact, it's like a movement diagram, isn't it? Ah, we're moving now. Let me point out that the newer undersea near the rifts is smoother and more regular than the older land further away from the rifts. Here in the Atlantic, the rift goes right up the middle. Half of the Earth's growth has happened since the extinction of dinosaurs. This means that the Earth is accelerating in its growth. In the last 65 million years, Earth nearly doubled in size. The last redoubling took 600 million years, at least. We're continuing all the indicated undersea directions, like following a blueprint. The Earth guides us. And now the land masses will come together perfectly. As we now go forward in time from 185 million years ago, please notice there is no subduction, no raising and lowering of land masses. There can't be. It's hell in the form of magma down there. Local raising and lowering, yes, but not on a massive basis. It can't happen. There's no turning, rotating of land masses. The land masses sit in their individual plates and don't move. The rifts open, that's all. For examination, I'm going to run a few vignettes of each area of Earth that you have a right to be curious about. The North Pole. Man, I love this map so much. There was a piece in the recent National Geo. It shows that the trees in Asia and North America were exactly the same trees. Well, this is why. The land was together when the trees evolved. The South Pole. The oceans have absolutely nothing to do with tectonic spreading, except that they cool the thickening mantle. Tectonic spreading, even according to the most conservative scientists, has created two-thirds of the Earth's surface in the last 200 million years. And therefore, the same must be true on all planets, including Mars. Must. And we can see the younger spreads on Mars just as on Earth. But there is, just as clearly, no subduction on Mars. It can't be both ways. You either have spreading and subduction, or you have only spreading, and you must have spreading. Or you can continue to ignore the facts and say, as the ancients said, that the Earth is unique and singular in the universe, and that we are the center, and the universe rotates around the Earth. Das haben einige noch nicht gewusst. Ich sehe ziemlich verzweifelte Gesichter.
extra dunkel gemacht. Extra dunkel gemacht. Okay. Gut. Weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Gut. Also, wie wächst die Erde? Weil der Rest dann jetzt zieht. Wo kommt die Masse her? Und wir füllen die Becken auf. Wo kommt das Wasser her? Ja. Wollt ihr noch wissen, wieso der Saturn mehrere Ringe hat? Versteht ihr das? Eins nach dem anderen. Okay, wenn ich euch das erklären würde, wäre das okay? Ja, bitte. Wie lange habt ihr Zeit? Solange du Lust hast. Ja, für eine Cliffhanger-Werbepause. Eine Stunde noch, kriegst du da hin. Dann mache ich das jetzt irgendwie anders, nicht überprüfen. Fenster. Salzburg. Machen wir es mal so. Also ihr wisst ja, dass ich Pink Floyd bin. Pink Floyd Fan bin. In dem Bild seht ihr so ein bisschen die Lösung. Alles ist irgendwie holographisch, wie im Großen so im Kleinen, wie oben so unten. Ja? Und ihr wisst ja, wie ein Atom aussieht, dass ein Atom so ähnlich aussieht wie unser Sonnensystem. Ja? Kann unsere Erde nach diesem Selbstähnlichkeitsprinzip so ähnlich aussehen wie ein Atom, halt nur ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner als das Sonnensystem. Nur so eine Idee nach Popper, Mutmaßung und Widerlegung. Also nur mal so eine Idee. Die Erde wäre so ein Atom, ja? Oder also es hat irgendwie eine Schale, ein Atom. Ich mache mal einen Mantel. Ja? Und einen Atomkern. Also nur so eine Idee, nur eine Hypothese. Ihr wisst ja, man muss erstmal eine Hypothese formulieren, um sie dann zu widerlegen. Also wenn die Erde so aussehen würde wie ein Atom und einen extrem dichten Atomkern, aber einen großen Atomkern hätte. Also wenn die Erde einen Atomkern hätte, wo 80% der Masse in diesem Atomkern drinstecken würde, dann hätte dieser Atomkern einen Durchmesser von 500 Meter. Wenn er genauso dicht wäre wie ein Atom. Ja? Und jetzt einfach mal so eine Hypothese, einfach mal so. Gibt es da auch einen Grünstift? Ja. Also die These wäre, ihr wisst ja, da draußen im Weltall gibt es die Neutrinos. Schon mal gehört? Ja. Und so ein Neutrino hat das Energie- bzw. Massenäquivalent von Tausenden von Neutronen, Protonen und Elektronen. Ja, also die Idee wäre einfach, dass die Neutrinos, die ja durch alles durchgehen, aber durch so einen extrem dichten Kern würden sie halt nicht durchgehen, dass sich in dem Kern abgebremst werden und materialisieren in Neutronen, Protonen, Elektronen. Und die Elektronen, die wollen natürlich in die Elektronenschale. Und die Elektronenschale der Erde wäre jetzt beispielsweise so hier die
Ionosphäre. Also Sie würden jetzt da irgendwie rausblitzen. Und dann würden Sie durch diesen Mantel gehen. Wisst ihr, was passiert, wenn Elektronen durch feste Materie gehen? Wenn Elektronen durch Erde gehen würden, was würde da passieren mit der Erde? Sie gehen Elektronen. Bitte? Die würde sich erwärmen. Die würde sich erwärmen. Und wenn die sich erwärmen würde, was würde passieren? Ausdehnung. Und wenn die sich immer stärker erwärmen würde, was würde dann passieren? Dann soll man reißen. Wenn die sich immer stärker erwärmen würde. Das wäre dann der Vulkan, was du gesagt hast. Das Gestein schmilzt? Es würde schmelzen, ja, die Erde. Mhm. Wenn die Erde schmilzt, was passiert dann mit der Leitfähigkeit? Besser wird's. Die geht dann richtig hoch, ja. Also die These wäre, dass die Elektronen rauskommen und das, was wir als Lavaadern bezeichnen, Elektronenflussadern sind. Also Lavaader wäre Elektronenflussader und die These wäre, dass Vulkanismus nicht dadurch entsteht, dass irgendwie Magma nach draußen dringt, sondern dass die Erde, das Gestein durch den elektrischen Fluss, durch den Elektronenfluss heiß wird und sich dann hier so rausdrückt und die Elektronen in die Ionosphäre übergehen. Ja? Ist einfach eine krasse These. Ja? Bin ja bekannt für krasse Thesen. Die kann man jetzt aber sehr leicht widerlegen, ne? Weil in dem Moment müsste ja Vulkanismus immer mit Blitzaktivität kombiniert sein. Das würde man ja wissen. Ja, aber ich habe da mal so ein bisschen recherchiert. Also ich habe hier tatsächlich auch mal was gefunden, dass Vulkanismus was mit Blitzaktivität zu tun hat. Und ich habe das auch nochmal gefunden. Und ich habe es auch nochmal gefunden. Und ich habe es nochmal gefunden. Und nochmal. Das ist alles Photoshopping von mir. Und dann habe ich es nochmal gefunden. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Alles Photoshopping von mir. Und nochmal. 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 Das heißt Volcanic Lightning. Findet ihr die Bilder schön? Ja. Warum kennt ihr die nicht? Ich kenne sowas. Gut. Also nochmal, ich habe ja jetzt versucht, meine These zu widerlegen. Das ist mir jetzt erstmal nicht gelungen. Okay? Hm. Wenn jetzt hier Wasser in die Erde versickern würde. Was würde denn da tatsächlich in die Erde versickern? Was wäre in dem Wasser noch drin? Kein Spoilern. Sauerstoff? Und löst sich CO2. Gelöstes CO2. Also CO2 ist ja schwerer als Luft, ja? Und es fällt nach unten. Und ihr wisst ja in der Sprudelflasche, dass sich da ziemlich viel CO2 drin löst, ja? Ja. Gut. So, und auf 10 Meter haben wir was für einen Druck? Für einen Überdruck? Und Wasser? Ja, 10 Meter Wassersäule. Ein atmosphärischen Barüberdruck. Ein Bar, ja. Auf 100 Meter wie viel? 10. 10 Bar. Auf 1000 Meter? 100. Auf 10.000 Meter? 1000. Okay, also sagen wir mal 500 Bar irgendwo.
Ihr könnt euch vorstellen, dass sich in 500 Bar ziemlich viel CO2 löst im Wasser. Ja? Ja, ja. Ja. Also, wisst ihr, wie heiß das hier ist, so eine Lavaader? Na, 1300 Grad, 1400 Grad. Ja, also ungefähr 2000 Grad. 2000. Also, wenn ihr 2000 Grad habt, und sagen wir mal 500 Bar. Ihr habt H2O und habt CO2. Wisst ihr, wozu das reagiert? Zum Rohstoff von Plastikmüll. Öl. Ja, das ist die Umkehrreaktion der Verbrennungsreaktion im Motor. Es entsteht Öl, also C12, also das ist Dodekan. Bitte Dodekan. C12, H26, Dodekan, plus Sauerstoff. Das gleichen wir noch aus. Hier brauchen wir 12 CO2. Da brauchen wir irgendwie 13 H2O. Also das war jetzt falsch. 13 H2O. Dann haben wir 6,5. Moment mal, 6,5 plus 12 sind 18,5 O2. 18,5. Ja, und jetzt gilt in der Chemie das Prinzip von Le Chatelier, dass eine Reaktion unter Zwang immer in Richtung des kleinsten Zwangs hin abläuft. Also wir haben 13 plus 12, das heißt, wir haben 25 Volumeneinheiten. Hier haben wir 18,5 plus 1, wir haben 19,5 Volumeneinheiten. Das heißt, bei hohem Druck geht das Ding in die Reaktion, in die Richtung. Das heißt, bei hohem Druck geht die Reaktion CO2 plus Wasser in genau die andere Richtung wie im Verbrennungsmotor im Auto. Das heißt, der Sauerstoff, das Rot, jetzt macht irgendwie einer Ärger. Das entsteht einfach durch Wasser und CO2 an den Lavaadern unter hohem Druck. Und jetzt versteht ihr auch, warum die das CO2 aus den Braunkohlekraftwerken oder Kohlekraftwerken rausholen wollen und wieder in die Erde pressen. Weil wenn sie das CO2 jetzt in die Erde wieder pressen, produzieren sie mehr Rohöl. Also dafür verlangen sie Steuer, sie pressen es in die Erde rein und können uns dann das Rohöl, das dadurch entsteht, wieder teuer verkaufen. Aber sie erzählen uns die ganze Zeit, dass Rohöl irgendwie limitiert ist. Ziemlich geniales Geschäftsmodell. Es ist ein Modell, um doppelt abzukassieren. Und auf das Rohöl gibt es dann wieder Steuern. Genau. Also Audi hat da drauf ein Patent angemeldet. Also jeder Chemiker weiß, der sich ein bisschen mit Hochdruckchemie auskennt, dass unter hohem Druck Wasser und CO2 zu Rohöl und Sauerstoff reagiert. Und jetzt wisst ihr, wo der Sauerstoff herkommt. Kannst du mir die Summenformel nochmal sagen? Vorne ist 13 H2O. 13 H2O plus 12 CO2 reagiert zu C12 H26 plus 18,5 O2. Also Dodekan. 12 H26... Plus wie viel O? 18,5 O2. So. So, jetzt geht es einfach weiter. Ihr könnt euch vorstellen, jetzt werdet ihr auch anfangen, Gravitation zu verstehen. Wenn hier die Neutrinos
quasi absorbieren. Das machen sie natürlich in einer gewissen Frequenz. Das heißt, wir haben hier eine Gravitationswelle. Und hier haben wir übrigens den Äther, über den wir ja auch schon gesprochen haben. Und diese Gravitationswelle reflektiert an dem Äther zu einer stehenden Welle. Oder ich mache es auf der anderen Seite. Und dort, wo du das Minimum der Welle hast, ja, da hast du den Gravitationsnullpunkt. Das heißt, wir hier auf der Außenseite sind durch diese Gravitationswelle hier zum Gravitationsnullpunkt im Erdmantel gezogen, die auf der Innenseite sind durch diese Gravitationswelle genau in die andere Richtung gezogen. In dem Moment, wenn ihr anfangt zu verstehen, hier kommt der Sauerstoff raus und das hier ist natürlich eine innere Sonne, die 24 Stunden scheint. Ja, jetzt kommt hier Sauerstoff raus und dann ist klar, dass es hier auf der Innenseite des Erdmantels, und der Erdmantel ist 1000 Kilometer dick, und der Gravitationsschwerpunkt, der ist von der Innenseite 300 Kilometer und von der Außenseite eben 700 Kilometer. Und die Erde ist natürlich nicht einfach so eine Schale, so ein Mantel, sondern ist natürlich an den Polen offen. Das ist ein Toroid. Und dann versteht ihr langsam, warum sie uns eliminieren wollen. Weil in dem Moment, wenn wir verstehen, und wir werden es jetzt halt verstehen, dass auf der Innenseite der Erde eine Zivilisation lebt, die friedlich lebt, die weiß, wie man friedlich lebt, das eine Vorbildzivilisation für uns ist, wie man ohne Sklaverei lebt, dann haben die natürlich ein Problem, wenn wir verstehen, wie man leben kann, wenn wir eine Vorbildzivilisation sehen, dass dann keiner in diesem Sklavensystem noch leben möchte. Also sind die Morlocks eigentlich draußen und nicht drin? Also hier habt ihr nochmal dieses Selbstähnlichkeitsprinzip. Wie im Großen so im Kleinen. Boah. Gut, also das ist der Kelley. Also auch noch 10 hoch minus 50 ist noch lange nicht gleich 0. Ja, also wir leben halt in einem selbstähnlich holographischen Universum. Das ist alles selbstähnlich. Ihr seht hier sehr schön, wie in Mitte des Atlantiks das Ding auseinanderreißt. Das heißt, das Riff hier ist in der Mitte des Atlantiks und wir sehen hier an den Gebirgsketten die Bewegung, wie es auseinanderreißt. Ja, und ihr seht das Gleiche im Pazifik. Ja, also die Idee, dass auf der einen Seite das Ding auseinanderreißt, auf der anderen Seite es zusammenkommt, ist ja völliger Blödsinn. Ja, weil die Erde oder der Mantel ist viel zu stabil, als dass sich da was zusammenschieben kann. Nein, es reißt auf beiden Seiten auseinander und das sieht man hier einfach sehr schön. In den alten Karten sind diese Unterwassergebirge, diese Riffs, die haben da auch noch einen Namen. Ja, die sind in den neuen Karten wegretuschiert, weil in dem Moment wird es einfach rauskommen, dass sie uns einfach nur hinters Licht führen. Also der Erste, der diese Holographstruktur der Erde postuliert hat, war Euler. Das war ja kein unkluger Mathematiker. Ja, also mit der Eulerschen Zahl, wisst ihr. Also der Aufbau der Erde ist eigentlich schon sehr lange bekannt. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es da auch in Deutschland jede Menge Literatur dazu. Und
die Innenseite der Erde, die Zivilisation, die da lebt, die kennen wir auch sehr gut, nur ihr nicht. Das ist alles sehr schön kartografiert. Und man sieht es auch an den Ausbreitungen von seismischen Wellen. Da kann man die Dicke des Mantels sehr schön herauslesen. Also, dass die Polen offen sind, vielleicht auch dazu nochmal. Daher kommt der Spruch, dann ist Polen offen. Nee, stimmt wohl nicht ganz so. Oder wird fehlgedeutet? Ja, das hat wohl eher was mit 18 Tagen zu tun. Also hier seht ihr den Nordpol. Das ist der Nordpol, der ist offen. Da seht ihr die innere Sonne. Deshalb ist es ja auch Sperrgebiet. Genau. Genau. Was ist das denn? Geheimakte? Nee, das wollen wir jetzt gerade nicht. Gut, also ihr seht auch, Eden entspringt auf der Innenseite, liegt in der Innenseite der Erde, wo die vier Flüsse entstehen. Also alle Planeten sind offen. Die Nordlichter haben was mit der inneren Sonne zu tun. Oder haben was mit der Neutrino-Einstrahlung zu tun. Weil die geht hauptsächlich über die Pole. So könnt ihr euch einen Toroiden vorstellen. Also die Erde sieht mehr oder weniger aus wie ein Apfel. Die Erde ist the big apple, the true big apple. Nochmal, also die Erde ist eben ein Toroid. Ja, und dann fällt da Newton ein und der Apfel und die Gravitation. Gut, auch der Mars ist offen. Und also was hier wirklich blöd ist, dass ich das jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie so gemacht habe, weil es irgendwie nicht scharf ist. Leider ist die Kameraauflösung eh nicht besonders. Ja, okay. Also ihr seht, dass die Innererde-Zivilisation und dass wir von hier draußen, irgendwie von denen da innen und wie friedlich die leben, nichts mitbekommen, da sitzt der Klerus halt oben drauf, auf dem Pol und verstopft den Wissenszugang. Und ihr habt das Bild alle gesehen, ihr kennt es alle. Ja, oben in der Sixtinischen Kapelle. Ja. Und das ist natürlich die Innererde-Zivilisation und das ist die Außererde-Zivilisation. Und wir haben immer Gänge gebaut. Und wenn die erkannt werden, katholische Kirche kauft die auf und betoniert die zu. Jetzt habe ich noch mehr Feinde. Also in Österreich, da im Kloster Neuburg, gibt es jede Menge Gänge. Und die werden alle zugemacht. Ja, also ihr habt es immer gesehen, aber ihr habt es nie verstanden. Aber es ist doch eindeutig.
Und das ist das Hauptgeheimnis. Ja? In dem Moment, wenn wir uns klar ist, dass da eine Zivilisation lebt, ja, und der Sauerstoff einfach aus der Erde rauskommt und da innen drin eine Sonne ist, die 24 Stunden scheint, ja, und wir gerne mit denen in Kontakt treten möchten, die ist uns weit voraus, die lebt aber viel enger mit der Natur zusammen, mit der Natur im Einklang. Und das versucht man natürlich zu verheimlichen. Weil wenn das die Menschen verstehen, dann würden sie dieses Sklavensystem nicht mehr mitmachen. Die Deutschen sind da auch im Ersten, Zweiten Weltkrieg da reingefahren. Ja, das ist der verbotene Apfel. Ich habe euch eben den verbotenen Apfel gezeigt. Ich habe euch eben den verbotenen Apfel gegeben. Aber es ist die Zeitqualität, wo man das nicht mehr geheim halten darf. Da ist eine Zivilisation, diese Zivilisation möchte, dass wir jetzt die Kurve kriegen. Und ich bin mir sicher, dass diese Zivilisation uns jetzt in der Situation und auch helfen möchte. Aber wir müssen erstmal wach werden und wir müssen uns irgendwo versammeln, wo die uns auch schützen können. Und Andreas, meinst du, dass die Pyramiden Pforten sind? Nein. Ja. Nein. Nee? Okay. Nein. Okay. Da hatte ich eine andere Erklärung gegeben. Okay. Gut. Also ihr seht, wir werden wissenschaftlich verarscht in einer nicht glaubhaften Art und Weise, in einer für uns normalerweise unvorstellbaren Art und Weise. Die Dinge sind ganz logisch. Wenn ihr das einfach mal zusammenfasst, oder ihr versteht jetzt, warum die Photosynthese nicht messbar ist. Wie entsteht das Erdmagnetfeld? Natürlich so ein riesen Atomkern im Zentrum der Erde. Ja, natürlich ist das ein Supermagnet. Und natürlich ist der kalt. Doppelte Flut. Die Erde ist ein Atom und der Mond ist ein Atom. Was sind beide zusammen? Ein Molekül. Und die sind über ein Molekülorbital miteinander verbunden. Die sehen so aus. Ja, das heißt, ist der Mond wie an einer Stange an der Rotation der inneren Erde gekoppelt, befestigt. Und dann versteht ihr, dass hier und da Flut ist, was nichts mit dem Mond zu tun hat, sondern was mit der Orbitalausrichtung des inneren Kerns der Erde, der inneren Sonne zu tun hat. Erde und Mond ist ein Molekül. Versteht ihr die doppelte Flut? Ihr versteht Dark Side of the Moon? Ihr versteht Vulkanismus, weil das was mit Elektrizität hat, mit Stromleitung zu tun hat? Ihr versteht Upwards Lightning, dass es aus der Erde rauskommt? Ihr versteht, wie Ruhe entsteht? Und die Bäume fressen das Rohöl oder das partiell oxidierte Rohöl. Davon leben die. Das nehmen die ja ganz normal mit ihrem Wasser, was sie da einsaugen, zu sich. Warum sollen sie komplizierte Photosynthese begehen? Also wo kommt der Kohlenstoff der Bäume her? Wie wächst die Erde durch Neutrinoeinstrahlung? Wo kommt die Masse her? Wo kommt das H2O her? Also die Zivilisation auf der inneren Erde nennt die innere Sonne the smoking god, weil die leichten Atome oder die leichten Moleküle wie H2O oder Stickstoff gasen da raus.
Also wo kommt das H2O her, ist damit klar. Und wieso hat der Saturn Ringe? Wir haben hier Gravitationsnullpunkt und hier Gravitationsnullpunkt. Hier sind die Satelliten. Und das geht so weiter, weil es eine stehende Welle ist, die am Äther reflektiert wird. Aus dem Grunde gibt es hier und da und da Gravitationsnullpunkte und beim Saturn sind es halt Ringe. So einfach ist Wissenschaft, wenn man einfach die Augen aufmacht. Wann bist du dazu gekommen? Ich gebe euch jetzt mal einen kurzen Moment Pause und wir sind gleich wieder da. Ja? Okay. So. Ach, wie schön. Ach, ich freue mich. Helena, möchtest du was sagen? Wenn nicht, bitte einfach Mikro zumachen. Und Johann, du dann auch. Wenn du nichts sagst, mach einfach Mikro zu. Weil ansonsten nur, wenn du atmest, gehst du auf und ich sehe Andreas nicht mehr.
Noch alle da? Hört ihr mich? Ja. Ist irgendjemand erstaunt? Ja, sehr. Wieder ja. Etwas monumental.